Heute zeige ich euch, wie ihr super einfach ein Projekt mit Maven zum Minecraft-Plugins programmieren mit dem Minecraft Development Kit in IntelliJ erstellen könnt. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert auf jeden Fall meinen YouTube-Kanal, um keine weiteren Tutorials mehr zu verpassen und mich natürlich zu unterstützen. Schaut auf jeden Fall auch noch auf meinem Discord vorbei, um euch da zum Beispiel bei Programmierproblemen helfen zu lassen oder einfach nur zu chatten. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Als erstes müsst ihr das IntelliJ-ID-Plugin Minecraft Development installieren. Dazu öffnet ihr das Plugin-Menü, da drückt ihr einfach auf File, Settings, geht dann auf Plugins und guckt, dass ihr hier bei Marketplace seid. Da gebt ihr dann einfach ein Minecraft und installiert es. Ich habe es schon installiert, bei euch ist das so ein Install-Button, da drückt ihr drauf und dann müsst ihr einfach noch das neu starten, einfach dann nochmal auf Restart drücken und dann habt ihr das auch installiert. Wenn ihr jetzt ein neues Projekt erstellt, also hier oben auf File, New Project drückt, dann könnt ihr hier unter diesem Reiter Minecraft, da ist ein neuer Reiter aufgetaucht, könnt ihr hier auswählen, was ihr programmieren wollt. Ihr könnt hier von Bungee Code Plugins, Minecraft Mods bis zu Spyge Plugins alles mögliche machen, was ihr wollt. Ich wähle jetzt mal hier Spyge Plugin aus, dann drückt ihr einfach auf Next. Und hier gibt es jetzt eine Group ID und eine Artifact ID. Die müsst ihr angeben. Die Group ID ist bei mir jetzt de.codepizza und die Artifact ID nenne ich jetzt einfach mal Test. Die Artifact ID sollte immer der Name eures Plugins in kleinen Buchstaben sein. Die Group ID sollte bei euch Plugins immer gleich sein. Dann könnt ihr jetzt noch eine Version einstellen. Ganz wichtig, das ist nicht die Version von eurem Plugin, also von eurem, die Minecraft-Version von eurem Plugin, sondern die Version von eurem Plugin dann. Ich nehme jetzt hier auch mal 1.0. Hier könnt ihr es auch aussehen, ob ihr Maven oder Galeb verwenden wollt. Ich nehme jetzt Maven, weil Maven, ja, das ist ein Maven-Tutorial, deswegen macht es auch Sinn, zu nehmen und ich würde es euch auch empfehlen. Jetzt drückt ihr einmal auf Next und hier könnt ihr jetzt ein paar Sachen einstellen. Und zwar erstmal, wie euer Plugin heißen soll und wie die Main-Klasse heißt. Das heißt, ihr könnt jetzt sagen, wie die Main-Klasse heißt. Ist eigentlich schon alles voreingestellt, müsst ihr eigentlich nicht mehr viel machen. Hier könnt ihr jetzt auch die Version einstellen, geht nur bis zu 1.12 runter. Ich zeige euch aber gleich, wie ihr das dann manuell noch auf die 1.8, wenn ihr es wollt, ändern wollt. Ich nehme jetzt mal 1.16.4 und hier könnt ihr jetzt noch optionale Settings reinschreiben, wenn ihr wollt. Dann drückt ihr auf Next wieder. Ihr könnt jetzt sagen, wo das Projekt liegen soll. Also bei mir liegt es hier jetzt in dem Testordner. Und das Projekt hat Test bei mir. Und dann drückt ihr einfach auf Finish. Und ja, hier sagt nur, dass es created wird. Und dann drückt ihr auf Create. Und jetzt lädt es hier. Und drückt auf This Window oder New Window. Und solange hier unten steht, dass hier was passiert, müsst ihr kurz warten. Weil da, weil der lädt dann noch ein paar Sachen runter, damit wir die API von Spyge auch haben. So, und jetzt ist es. So, und jetzt haben wir auch ein fertiges Plugin generiert und wir können uns mal die Structure davon angucken. Bei Maven gibt es einen sogenannten Resources-Ordner, das Plugin-Produktion, das ist so eingestellt, dass wenn ihr alle Files, die ihr reinmacht, kommen in die Jar auch rein, also deswegen ist die Plugin-Funktion auch da drin. Und dann haben wir hier halt unsere erste Klasse und hier könnt ihr dann einfach wie gewohnt in diesem Package eure Klassen erstellen. Außerdem gibt es hier eine POM-XML. Eine sogenannte POM-XML. Hier sind alle Sachen für Maven einstellbar. Zum Beispiel hier steht auch schon Sachen voreingestellt, die Java-Version zum Beispiel. Oder hier der Name von dem Minecraft, von dem Maven-Projekt. Und hier die Artefakte, die Version. Das könnt ihr alles nochmal umstellen, wenn ihr wollt. Ja, würde ich euch aber nicht empfehlen, wenn ihr es einmal gemacht habt, dann lasst es am besten erstmal da. Das hier muss ich eigentlich nicht wirklich interessieren, das sagt einfach, dass es richtig gebildet wird. Wie das geht, das zeige ich euch auch gleich. Dann haben wir hier einmal die Repositories. Was sind jetzt Repositories? Repositories müsst ihr euch wie ein Buch vorstellen. Repositories, da sind einfach viele Seiten drin, kann man so sagen. Also wie ein Buch, viele Seiten, und in den Seiten, das sind Libraries, sogenannte Dependencies. Und die Dependencies, das ist zum Beispiel die Spyge-API. Die Spyge-API. So, also so müsst ihr euch das einfach vorstellen. Hier könnt ihr auch andere Sachen, wenn ihr zum Beispiel jetzt irgendein Repository braucht, von irgendwas benutzen wollt, zum Beispiel von World oder so, dann packt ihr einfach die Repository von World dran. Das steht meistens dann auf der Webseite und hier die Dependencies. Ganz wichtig, hier kommen nur Dependencies rein und hier kommen nur Repositories rein. So, wir haben jetzt hier die Spyge-API. Warum Spyge-API? Wir benutzen die API, das heißt, wir haben keinen Zugriff auf die ganzen NMS-Minecraft-Klassen, also Minecraft, Net-Minecraft-Klassen. Die braucht ihr aber vielleicht manchmal, oder das Game-Profile, deswegen könnt ihr hier einfach dieses API wegmachen
und das Spygate einfach importieren. Jetzt gibt es aber ein Problem. Bei euch wird es nämlich jetzt nicht gefunden. Warum wohl? Das liegt an Buildtools. Ihr müsst nämlich einmal dieses Buildtools laufen lassen, um die Minecraft-Server-Version als Maven zu haben. Deswegen könnt ihr mal runterscrollen. Ich habe euch mal diesen Wiki-Beitrag hier verlinkt. Und da könnt ihr jetzt einfach eure Version machen, die ihr machen wollt. Und dann ändert ihr das einfach hier zu Spygate und dann könnt ihr das auch so machen. Ganz wichtig, das war mal, das habe ich mal lange Zeit nicht verstanden und da gab es bei mir nicht. Vielleicht ist es ja, das ist wahrscheinlich bei anderen Leuten auch so. So, hier könnt ihr auch zum Beispiel auch die 1.8 runterladen. Ein bisschen runterscrollen. Könnt ihr auch mit der 1.8 machen. Für alle möglichen Versionen. Jetzt aber die Frage nochmal, wie können wir das jetzt eigentlich für die 1.8 machen? Da können wir mal, müsst ihr einfach ein bisschen rumprobieren. Meistens funktioniert es wahrscheinlich auch schon. Ja, genau, hier. 1.8.8 Snapshot. So, perfekt. Das ist einfach die Spike-Version für die 1.8. Hier könnt ihr einfach die 1.8 annehmen. Jetzt erkläre ich es noch ein bisschen hier. Hier gibt es ein Provided. Scope Provided. Provided heißt einfach, dass es das schon gibt. Und das Spike gibt es ja schon auf unserem Server. So, wenn wir jetzt eine andere Dependency hinzufügen, ich mache mal eine von mir. de.codepizza.api. So. Wenn wir die hinzufügen und die nicht auf unserem Server als Plugin ist, dann können wir hier Scope Compile machen. Das heißt jetzt müsst ihr hier oben einmal auf dieses Neuladeding drücken, dann wird alles neu geladen, was da drin ist. Das heißt einfach, das wird in unserem Plugin reingeschrieben und so können wir es dann easy in unserem Plugin benutzen. Ich habe es mal wieder weggemacht so und ja, wenn wir jetzt angenommen mal hier irgendwas reinschreiben, zum Beispiel hier Logger oder nein, Get Logger.info, hallo, und irgendwas, hallo, wir müssen schreiben, und dann jetzt mal hier das irgendwie bilden wollen. Wie machen wir das? Ihr drückt hier einmal auf Maven, und drückt hier auf auf Test, auf Lifecycle. Und hier seht ihr jetzt verschiedene Sachen, hier seht ihr Clean, Validate, Compile, Test, Package, Verify, Install, Site und Deploy. Was für euch da jetzt wichtig ist, ist wahrscheinlich Clean, Package und Install. Wir gehen mal von der Reihe nach. Was macht Clean? Clean cleant einfach alles. Ihr habt nämlich hier in unserem Maven-Projekt habt hier einen Target-Ordner. Und wenn ihr Clean macht, wird es einfach gecleared. Also es ist dann wieder leer. So. Das macht ihr am besten, bevor ihr so ein Bild macht. So. Package. Wenn ihr auf Package Doppelklick macht, das compilet es einfach hier. Es compilet es hier. So. Und jetzt ist hier so ein Target-Ordner generiert. Und hier test.jar, test minus 1.0. So, wenn ich jetzt mal in den Ordner gehe, so, wenn das Taste R und Enter drücke, dann haben wir hier diese test.jar. Jetzt müsste diese test.jar, wo nicht original drauf steht, oder wenn ich das nochmal bilde, dann kommt da noch eine dritte dazu. Nicht die shaded.jar, sondern die test1.0.jar. Und die zieht ihr dann auf euren Server, in euer Plugins-Ordner. Ganz wichtig, die hier. Mit Clean könnt ihr jetzt, wie gesagt, alles wieder wegmachen. Dann ist der Target-Ordner weg. Und da gibt es jetzt noch Install. Install, wenn ihr Doppelklick auf Install macht, so könnt ihr eine Library in anderen Projekten von euch benutzen. Das hört sich eigentlich relativ gut an. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel in irgendein anderen Projekt gehe, zum Beispiel ich gehe mal in das Double Jump Video. Und jetzt mir hier in der Pommel XML kann ich jetzt hier einfach easy was hinzufügen. Und zwar eine eigene Dependency von mir selber. Und zwar de.coolepizza.api. Nicht .api, sondern, ich habe es genannt, Test wollte ich haben, ne? Coole Pizza, Test. Beziehungsweise erstellt einfach so eine eigene. Sondern jetzt können wir einfach so eine Dependency erstellen. Dependency. Die Group-ID ist de.coolepizza. Und Double Jump ist es nicht, sondern Test. Und Test 1.0. Und jetzt können wir noch einmal Reload drücken. Und dann lädt es ein bisschen. Und jetzt können wir zum Beispiel so einfach unsere eigenen Dependencies da drin benutzen. Das Ding ist halt, jetzt können andere Leute das nicht benutzen. Aber was ihr machen könnt, ihr müsst da eine Public Repository anlegen. Das soll aber kein Tutorial sein. Da gibt es genug Tutorials auf YouTube. Aber ihr könnt anderen Leuten, wenn ihr keine Public Repository haben könnt, wenn ihr einfach euer Projekt über GitHub geben oder so, und dann finden die einfach in dem Ordner das mit dem Maven Install aus. Und
Ja, ihr könnt das auch in der Command Line ausführen zu den ganzen Installationen. Ich wollte mal ein Tutorial machen, wie man Java installiert und alles mögliche. Da kommt bald ein Tutorial und dann mache ich auch noch Git und Maven hinzu und dass man das wirklich auch zum Path hinzufügen kann. So, zu guter Letzt will ich noch zeigen, wo das Ganze gespeichert wird und so unser Windows, also eure C-Festplatte, eure Hauptfestplatte, Windows, Users, dann euer User und hier unter M2 Repository werden die ganzen Repositories dazu speichern, zum Beispiel unter DE, coole Pizza. Hier sind zum Beispiel meine ganzen Repository, meine ganzen Dependencies drin. Ja, das ist zum Beispiel. Und hier wird das auch temporär runtergeladen. Das heißt, wenn ihr einmal die Spike im API schon mal runtergeladen habt, zum Beispiel würde ich jetzt mal unter org, Spike im C, Spike API. Und ich habe die hier schon mal alle runtergeladen einmal. Und bei Spike auch ein paar. Ja. Wenn ihr das schon mal einmal gemacht habt, dann heißt es einfach. Ihr müsst es auch nicht immer diese Repository hinzufügen, aber ihr könnt es natürlich trotzdem machen. So, um auf die neueste Version zu bringen, die gleiche Version, genau. Also ihr könnt es trotzdem machen, aber ihr habt es ja schon runtergeladen. Das heißt, ihr könnt es auch offline benutzen. Das ist eigentlich relativ praktisch. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, das war's mit dem Video und ciao.